WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 21. Februar 1388. Der Beginn der großen Dortmunder Fehde. Der Erzbischof Friedrich von Köln und der Graf Engelbert von der Mark fangen im Februar des Jahres 1388 mit Dortmund Streit an. Dortmund hat sich tapfer gehalten. Seine Wälle und Mauern konnte der Feind nicht bezwingen und deshalb heißt es noch dieser Tage so fest wie Dortmund. Als Kaiser Wilhelm II. 1899 zur Eröffnung des Dortmund-Ems-Kanals ihre Stadt besucht, da erzählen ihm die Dortmunder mit Stolz von dem historischen Großereignis der Dortmunder Fehde von 1388-89. Denn damals, im Mittelalter, hatten sie sich erfolgreich gegen den Angriff der benachbarten Landesfürsten gewehrt und ihre politische Selbstständigkeit als freie Hanse- und Reichsstadt behauptet. Die Dortmunder Fehde hatte sicherlich vor allem eine regionale Bedeutung, meint Claudia Garnier, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Universität Vechta. Allerdings haben Fehden dieser Art, in denen benachbarte Landesherren versucht haben, Städte ihrem Einflussbereich zuzuschlagen, überall im Reich existiert. Also von daher ist sie nahezu idealtypisch für derartige Auseinandersetzungen. Auf Raub ausreiten ist keine Schande. Das tun für wahr die Besten im Lande, stellt ein Kartäusermönch damals fest. Denn Fehden gehören im Mittelalter für den Adel zum Alltag. So eine mittelalterliche Fehde müssen Sie sich in erster Linie vorstellen wie einen Rechtsstreit, meint der Mittelalterhistoriker Jan Lemmer von der Ruhr-Universität Bochum. Sie können sich das vielleicht auch ein bisschen vorstellen wie bei der Mafia heute. Es sind vorstaatliche Strukturen letztendlich und man möchte damit, kurz gesagt, wieder seine Ehre oder Ähnliches herstellen. Spezifisch an der mittelalterlichen Fehde ist jetzt die Tatsache, dass sie selten in großen Schlachten stattfand, sondern in den Formen, die man heute vielleicht als Kleinkrieg bezeichnen würde. Wie eine Nachbarschaftsfehde vielleicht, mit Sticheleien, Piesacken, was im Mittelalter aber hieß, hier ein bisschen Viehraub, da ein bisschen Brandschatzen, dort ein paar Gefangene, die man später bei der Friedensverhandlung als Faustpfand eintauschen kann. Die Parteien versuchten sich dann gegenseitig so lange zu schädigen, bis einer zum Aufgeben oder zum Verhandeln gezwungen war. Das Ziel einer Fehde ist ein Friedensvertrag. Die Gewaltanwendung dient nur dem Zweck, eine bessere Position für die Friedensverhandlung zu erreichen. Daher folgen mittelalterliche Fehden trotz vorstaatlicher Strukturen einem festen Ritual. Eine Fehde musste zunächst einmal angekündigt werden, damit es den Gegner nicht unvorbereitet traf. Dass vielleicht auch in dieser Phase noch Frieden gestiftet werden konnte, also sozusagen in letzter Minute der Konflikt mit Waffengewalt verhindert werden konnte. Weshalb auch das ungeschriebene Gesetz einer Frist von 3 Tagen gilt, die zwischen Ankündigung und Ausbruch der Fehde liegen müssen. Und ab der Mitte des 14. Jahrhunderts hat man dann vorgeschrieben, dass das Ganze schriftlich zu erfolgen hatte, nämlich mit dem sogenannten Fehdebrief. So geschieht es am 21. Februar 1388. Da erreicht den Stadtrat von Dortmund der Fehdebrief des Kölner Erzbischofs. Tags darauf folgt noch ein 2. Fehdebrief, der Grafen von der Mark. Offiziell hat der Erzbischof von Köln den Bürgern von Dortmund vorgeworfen, dass sie ihm Geld vorenthalten. Traf das zu? Dortmund war damals eine freie Reichsstadt, die letzte in Westfalen, die nicht zu Köln oder zur Grafschaft Mark gehörte, sondern direkt dem deutschen König bzw. Kaiser unterstand. Die aber haben ihre Reichsstädte gerne verpfändet aufgrund chronisch klammer Kassen oder, wie im Fall von Dortmund, um sich die Stimme der Kölner bei der Königswahl zu sichern. Dortmund ist von Karl IV. Und von seinem Sohn Wenzel an den Erzbischof von Köln verpfändet worden. Allerdings haben die Dortmunder hartnäckig dem Erzbischof den Zutritt zur Stadt verweigert. Und aus diesem Grunde hat er die Dortmunder zur Entschädigung aufgefordert. Und das ist der Anlass, der dann offiziell zur Dortmunder Fehde führte. Tatsächlich dürften aber ganz andere Gründe dahinter gesteckt haben.
Dortmund liegt an einer strategisch günstigen Lage, nämlich am sogenannten Hellweg. Das ist eine West-Ost-Verbindung. Und am Weg Richtung Hamburg, also dort kreuzen sich diese Straßen und deshalb ist diese Stadt wirtschaftlich sehr mächtig und bildet eigentlich in Bezug auf die Grafschaft Mark das wirtschaftliche Zentrum, ohne zur Grafschaft Mark zu gehören. Wie ein Solitär, politisch unabhängig und wirtschaftlich höchst potent, liegt Dortmund mitten im Landesterritorium der Grafen von der Mark. Und da Kölns Ländereien gar nicht an Dortmund grenzen, muss der Erzbischof zähneknirschend ein Fehdebündnis mit dem Grafen suchen. Der aber ist eigentlich sein Konkurrent. Aber warum die sich miteinander verbünden, ist in der Forschung umstritten. Auf der einen Seite wird immer angeführt, keiner möchte dem anderen dieses letzte Stückchen Land gönnen. Auf der anderen Seite wurde auch angedacht, dass es vielleicht das Kalkül des Kölner Erzbischofs gewesen sei. Und man könnte auch sagen, der Kölner Erzbischof möchte den Grafen von der Mark über den Tisch ziehen damit und eigentlich das ganze Gebiet selbst erobern, was nur über das Gebiet des Grafen von der Mark geht. Leider sind die Archive der Stadt Dortmund schon im Mittelalter und zuletzt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mehrfach durch Brände zerstört worden. Die Quellenlage ist daher dünn. Aber eines ist sicher. Dortmund war im Mittelalter eine sehr reiche Stadt. Die Einnahmen flossen aus den schon damals bedeutenden Bierbrauereien, aus Marktabgaben, Handelssteuern und einem florierenden metallverarbeitenden Handwerk. Als Mitglied des Hansebundes war Dortmund im Mittelalter ein Global Player mit Handelsbeziehungen bis Nowgorod im Norden, Brügge und London im Westen. Die Stadt war eines der größten Handelszentren im Nordwesten und in ihrer Region war sie das wichtigste Handelszentrum. Also die Dortmunder Kaufleute verfügten über ein sehr dichtes Netz, das bis nach England geht. Sie waren Mitglieder der Hanse. Sie waren vor allem im Wollhandel mit England aktiv. Für die englische Krone waren sie sogar wichtige Kreditgeber. Durch diese Kommerzien kam so viel Geld hierhin, dass die benachbarte Ritterschaft durchgehend bei hiesigen Bürgern Geld kreditierte. So heißt es in einer alten Chronik. Kein Wunder also, dass die Gier der Erzbischöfe von Köln und der Grafen von der Mark geweckt ist. Nachdem die beiden Landesherren die Fehde erklärt hatten, gingen bei der Stadt zahlreiche Fehdebriefe ein. Allein aus dem näheren Umkreis waren es fast 50. Selbst weit entfernte Landesherren wie die Erzbischöfe von Mainz und Trier, die Pfalzgrafen bei Rhein oder die Grafen von Württemberg schließen sich zumindest formal der Koalition an. Zum anderen bedeuteten möglichst viele Fehdebriefe natürlich eine sehr imposante Drohkulisse. Und so war das letzten Endes in der Dortmunder Fehde auch. Wenn man aber genauer hinschaut, dann waren nicht alle Personen, die der Stadt die Fehde angekündigt haben, tatsächlich auch in den Kampf dann verwickelt. Unter Wahrung der üblichen Frist beginnen 3 Tage nach Übergabe der Fehdebriefe die Belagerer am 24. Februar 1388 mit den Angriffen auf die massiven Mauern und Wälle um Dortmund. In 12 Tagen wurden 238 steinerne Kugeln auf die Stadt geschossen. Zu Schaden kamen dabei nur Gebäude, eine Kuh und 2 Schweine. Menschen kamen nicht zu Schaden, schreibt der Stadtchronist Dietrich Westhoff. Und er berichtet mit Stolz auch von der Gegenwehr Dortmunds. Sie schossen mit ihrer Stadt größtem Stücke, wodurch die Feinde in so großen Schrecken kamen, als sie das hörten, dass sie vor Angst wegliefen und ihre Lager aufgaben. Bei dem größten Stücke handelt es sich wahrscheinlich um ein gerade erst in Dortmund gebautes Pulvergeschütz, durch dessen Reichweite und Schlagkraft die Wurfgeschosse der Belagerer wirkungslos werden, da sie sich zu weit von den Stadtmauern zurückziehen müssen. Die Dortmunder im Gegenzug setzen zu ihrer Verteidigung bedenkenlos die Strategie der verbrannten Erde ein, um die Belagerer auszuhungern und sich selbst mit Nahrung zu versorgen. Und geradezu akribisch führen sie Buch über ihre Beute im Umland. Mit Datum, Ort der Tat, Art der Zerstörung, Beute und Gegenwert in Gulden sowie Anmerkungen. 29.05.1388. Lütgen Dortmund, Brand. Vieh im Wert von 100 Gulden, 2 Mann gefangen. Westenhausen, Brand. Vieh im Wert von 150 Gulden, 2 Gefangene, davon einer an Brandverletzungen gestorben. Recklinghausen,
5 Bauern und 3 Bürger von Kamen gefangen. Körne, Abholzung aller Bäume. Holzholen misslungen unter Verlust von 15 Wagen und Karren. Die Liste der Dortmunder Chronisten ist lang und penibel. Genauestens datiert jeder Brand, jeder Raub, jeder Gefangene, jeder Tote. Und bereits 4 Monate nach dem Beginn der Belagerung, also im Juni 1388, fanden erste Friedensgespräche statt, die aber erfolglos endeten. Die Kölner verlangen 112.000 Silbermark plus Zinsen aufgrund der Verpfändungen der Stadt durch den König und Kaiser. Dortmund erwidert, man solle sie doch beim Reich verklagen. Aber sie, die Dortmunder, hätten mit den Verpfändungen nichts zu tun. Das ist eine enorme Summe Geld, die darf man nicht unterschätzen. Das würde heute wahrscheinlich mehrere Millionen Euro entsprechen, ohne dass man das genau umrechnen kann. Schätzt der Bochumer Mittelalterhistoriker Jan Lemmer. Und bis zum Herbst 1389 folgen noch zahlreiche weitere Verhandlungsversuche, bei denen sich vor allem benachbarte Adlige und Städte engagieren. Doch alle scheitern. Am Ende datierte der Friedensvertrag vom 20. November 1389 und er bestand tatsächlich aus einem Vergleich. Beide Seiten sind von ihren Maximalforderungen abgerückt. Dazu muss man sagen, dass der Winter bevorstand und nach der langen Belagerung waren für beide Seiten die Ressourcen erschöpft. Die Parteien einigen sich auf eine Zahlung von je 7.000 Gulden an den Erzbischof und die Grafen von der Mark. Für die Dortmunder ein Riesenerfolg. Es ist ihnen gelungen, die Zahlungen auf rund ein Sechstel der ursprünglich geforderten Summe herunterzuhandeln. Und die Zahlung wird nicht mal in den Friedensdokumenten erwähnt, um jeden Anschein von Sieg oder Niederlage zu vermeiden. Ein Friedensvertrag im Mittelalter besteht immer aus einem Kompromiss, sagt Professorin Claudia Garnier von der Universität Vechta. Und nur selten gibt es einen Sieger oder Verlierer. Denn die Dortmunder mussten zwar zahlen, sie mussten aber weniger zahlen und vor allem gaben sie das Geld offiziell als ein freiwilliges Geschenk. Das heißt, diese Auslegung als Geschenk erlaubte ihnen, das Gesicht zu wahren und sich dem eigenen Selbstverständnis nach behauptet zu haben. Und die Tatsache, dass die Zahlung auf massiven militärischen Druck erfolgt war, wurde so sehr, sehr erfolgreich kaschiert. Dortmund hat seine Unabhängigkeit bewahrt. Doch die Folgen der großen Fehde sind bitter. Handel und Handwerk waren zusammengebrochen, Schulden hatten sich aufgetürmt für die Modernisierung der Waffen, den Ausbau der Stadtbefestigung, die Anwerbung von Söldnern. Die fälligen Zinsen müssen durch neue Kredite finanziert werden. Dortmund gerät auf Jahrzehnte in eine regelrechte Schuldenfalle. Doch der Stolz auf den Erfolg in der großen Fehde bleibt. Die Stadt ist frei, dem Reiche hold, verkauft sich nicht um alles Gold. Im Zeitzeichen erinnerte Martha Heimbach an die große Dortmunder Fehde, die am 21. Februar 1388 begonnen hat.